Vorwort Doppelpunkt. Max Doppelpunkt, ich dich nicht weiter kennen, nur wissen, dass auf Kompost schläft. Andreas Doppelpunkt, dir haben sie aber ganz schön deftig in deinen Kopf geschissen, oder? Martimor Doppelpunkt, da kommt mir doch Dormock hoch. Max Doppelpunkt, ja, der Kompost sehr kühler Ort. Martimor Doppelpunkt, Atze. Max Doppelpunkt, du sein sehr heller Stern am Himmel, doch du uns anstrahlen und nie besuchen armer Stern. Andreas Doppelpunkt, das wiederum fand ich jetzt ja mal cool. Lukas Doppelpunkt, wäre es der Guru? Vorwort Ende. Tagebuch Anfang. Liebes Kotsch Tagebuch. 10. Januar 2009. Heute war ich bei Bekannten und auf einem Lehrgang, zudem habe ich erfahren, dass die aus Dresden schon eher mal kommen. Sehr gut, so muss jetzt aufhören. Liebes Kotsch Tagebuch 11. Januar 2009. Heute ist mir zu Ohren gekommen, dass Israel mit Panzern ein Kilometer in Gaza-Stadt vorgestoßen ist, dass Prinz Harry Rassistisches geäußert hat und dass Kiew dem Transitabkommen zustimmt. Des Weiteren soll der Kompost im Hause Kotsch versetzt werden. Tagebuch Edith 14 Jahre altes Mädchen aus Lengenfeld wird neuer Stern am Schlagerhimmel. Liebes Kotsch Tagebuch 12. Januar 2009. Grausige Selbstverstümmelung in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Texas. Ein psychisch kranker Todeskandidat, Gaius Kotsch, riss sich das zweite Auge heraus und aß es. Er hatte ohnehin nur noch ein Auge, denn das erste hatte der Mann vor 10 Jahren bei einer ähnlichen Tat verloren, zum Schulanfang seines Bruders Andreas Kotsch. Dies berichtete der regionale Fernsehsender VRF. Schön, dass Sie uns gerne sehen, Vogtland Regionalfernsehen. Tagebuch Edit von Andreas Kotsch. Oh Mann, dann haben Sie den alten Gaius also doch erwischt. Ich glaube, ich wäre jetzt gern mal kurz alleine, um seiner zu gedenken. Liebes Kotsch Tagebuch 13. Januar 2009. Heute sah ich wieder diesen schwarz gekleideten Reifer an unserer Schule, ich glaub Oger war sein Name, als ich ihm hinterherlief, bemerkte ich, dass in der dunklen Kammer, wo er hinging, ein zweiter war. Ob es auch ein Oger war, konnte ich nicht feststellen, ich erkannte nur, dass sich diese beiden Gestalten gegenseitig in die Brotbüchse schissen. Irgendwann werde ich dieses Monster verstehen. Liebes Kotsch Tagebuch 14. Januar 2009. Zitat des Tages aus unserem Englischunterricht von Karl Fritzsch, Erfinder der Gaskammer. Es gibt für einen Häftling nur zwei Wege, aus diesem Lager zu kommen. Entweder er wird entlassen oder er wandert durch den Kamin. Den letzteren Weg werden die meisten von euch gehen. Liebes Kotsch Tagebuch, 15. Januar 2009. Du riechst komisch. Liebes Kotsch Tagebuch, 16. Januar 2009. Als ich heute wieder mit meinem Strauß nach Hause ritt, sah ich wieder diesen Oger. Er saß in einem Tupperwarengeschäft und schiss so in jede einzelne Brotbüchse, dass die Verkäuferin es nicht sah. Danach stellte er die mit Scheiße gefüllten Brotbüchsen an das Schaufenster und rannte raus. Tagebuch Edit von Andreas Kotsch Kulle Scheiße. Tagebuch Edit von Martimor der Saft bring die Kraft. Liebes Kotsch Tagebuch 18. Januar 2009. Hiermit will ich mich aus vollem Herzen entschuldigen, dass ich gestrigen Eintrag vergessen habe. Liebes Kotsch Tagebuch 19. Januar 2009. Da Weihnachten noch vor uns liegt, brauche ich erst einmal nichts mehr zu diesem Thema zu sagen, also wenn dir es nicht passt, dann rotz ich dir in die Fresse, du stehst nicht mehr auf. Liebes Kotsch Tagebuch 21. Januar 2009. Woher willst du das wissen, Bohnenmensch? Ein in Brotbüchsen scheißender Oger hat mit nichts zu sagen, außerdem habe ich was geschrieben, leider kannst du diesen nicht sehen, geschweige denn lesen, aus zwei Gründen.
Erster, ich habe mit einer Zitrone geschrieben, sodass du erst mit einem Feuerzeug über den Bildschirm fahren musst. Zweiter, sehen Oga nur grün-blau, und können so die Schwarz auf Weiß Schrift nicht sehen. PS, schau mal in deine Brotbüchse. Tagebuch Edit von Kevin Grohle. Herr Andreas, hübsches Tagebuch XD. Liebes Kotsch Tagebuch. 25. Januar 2009. Ich hab die Faxen dicke, aber nicht das Faxe, ich mach erstmal Urlaub. BB. Aber heut ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. PS, du wirst mich vermissen. Tagebuch Edit von Max Ruhig Blutcoaching. Liebes Kotsch Tagebuch. 2. März 2009. Endlich kann ich mich, nach meinem Urlaub und meiner langen Choleraerkrankung, wieder zurückmelden. Geheilt wurde meine Krankheit durch das Wegbrennen meines linken Fußes, wo die Wurzel dieser Seuche saß. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe das dumme Gefühl, dass ich mich im Hause Kotsch ansteckte. Wahrscheinlich war der tote Hund in meiner Schlafkoje daran schuld. Zudem machte mir die Ogermutter Ilona zu schaffen. In diesen Tagen, erster Ferienwochenende, war nicht an Schlaf zu denken. Denn diese Ionenmutter hasste, erwünschen, Besuch. Als ich einen kurzen Augenblick einigte, kam sie und wollte mir heißes Teer über den Körper schütten. Ich hatte nur Glück, denn sie traf nur den ohnehin schon toten Hund. Am nächsten Morgen musste ich mit ansehen, wie sie Lukas zahm klatschte. Über den Rest möchte ich an dieser Stelle nicht sprechen. Danke für deine Aufmerksamkeit Tagebuch, ich werde nun etwas ins Klo legen. Tagebuch Edit von Marty Moore. Ahahahahahahaha. Liebes Kotsch Tagebuch. 4. März 2009. Heute brachte ich 12 Pferde um, aber ich kann mich nur noch an ein paar Details erinnern. Zum einen habe ich keine Ahnung, warum ich heute früh auf dem Pferderennsteig aufwachte. Zum anderen war ich sehr wütend auf Pferde. Ich stach sie alle einzeln ab. Danach begoss ich sie mit Mineralwasser und brannte sie an. Arme Tiere. Liebes Kotsch Tagebuch, 8. März 2009. Ich möchte über den heutigen Tag berichten. Alles begann wieder einmal heute Morgen um 2.30 Uhr. Die Ausgangssituation sah so aus: 7 Mann standen leicht unterkühlt am Reichenbacher Krankenhaus, bitte fragt mich nicht warum. Alles wurde am Tag zuvor so geplant, dass nichts geplant war. Okay, wieder zur Ausgangssituation. Nach 4 vergeblichen Anrufen, schafften wir es endlich 2 Taxen zu bestellen. Worauf natürlich nur eine Taxe kam, so dass Kotsch, Bayer und ich eine weitere halbe Stunde in der Kälte hockten. Herrlich. Schließlich wurden auch wir in den abgelegensten Bereich der heutigen Zivilisation, Hauptmannsgrün, befördert. Dort angekommen, standen wir vor einem riesigen Ogerbau, hatten aber keinen Schlüssel. Dieses Haus war folgend besetzt: ein junger Oger und 2 erwachsene Oger im 2. Stock, ein älterer und jagderfahrener Oger im Erdgeschoss. Nach einiger Zeit konnten wir den alten Oger aufwecken. Dieser war froh über unseren Besuch. Doch leider mussten wir gebotene Speisen ablehnen. Denn unser Schicksal sah vor, uns einen Schlafplatz im Ogernest zu sichern. Es klappte, 2 alkoholisierte Menschen und ein alkoholisierter Oger, Kotsch, konnten unbemerkt in ein Haus einbrechen. Doch nach einigen Stunden Nächtigung wurden wir entdeckt. Ein 2M großes wütendes Ogerweibchen stand vor unserem Schlafplatz. Wir hatten Glück um Unglück und konnten alle bis auf Kotsch fliehen. Gegen 10.30 Uhr erreichten wir menschliches Leben, Reichenbach. Es war wohl ein Tag, der uns immer in Erinnerung bleibt. Tagebuch Edit von Marty Moore. Amen.